Hier ist Jan Schmidt! Ja, hey Kids, geht's euch gut? Ey, ist nur eine Frage, ne? So. Ich glaube, so stellt man sich auch Bayreuth im Rest der Welt vor. Geht's euch gut? Ich bin Konsument. Ja, hey, ich habe einen sehr guten Text dabei. Es ist ja eine sehr intime Atmosphäre, die wir hier füreinander geschaffen haben. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich den mit Abstand unangenehmsten Moment meines Lebens mit euch teilen möchte. Dieser Text heißt, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Das war ein einsamer Applaus. Ist deine Freundin da? Nein, okay. Es ist einer dieser sehr problematischen Sommertage. Außentemperatur 41 Grad, der Schweiß läuft einem unangenehm den hinteren Oberschenkel herunter und du weißt leider gerade sehr genau, wo dieser Schweiß herkommt. Der Regionalexpress riecht nach Dortmund Hauptbahnhof an einem Spieltag. Ich habe ein Date und bin deswegen auf dem Weg nach Köln. Ja, super, Köln. Wenn du da am Bahnhof aussteigst, weißt du einfach direkt, wie Scheitern aussieht. Und ich habe ein Date in Köln. Ja, was könnte schief gehen? Naja, wir gehen erst in ein Brauhaus was essen, dann lungern wir noch ein bisschen am Rheinufer, gehen noch ein bisschen spazieren und dann zu ihr. Ich könnte auch bei ihr übernachten, sagte sie. Eine Schlafcouch wäre auf jeden Fall vorhanden. Zwinker 3000. Die Frau ist völlig absurd schön. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie mit so einem deformierten Oger wie mir überhaupt anfangen will. Dazu ist sie noch schlau und witzig und einfühlsam und hat eigentlich alles, was ich an einem Menschen gut finde. Heute darf ich es nicht verkacken. Deswegen trage ich extra noch mein Vanilledeo auf, bevor ich rausgehe. Am Bahnhof werde ich dann tatsächlich sogar vom Gleis abgeholt. So viel Service gab es für mich zuletzt bei meiner Geburt. Kurz Umarmung. Ja, krass, dass wir uns jetzt schon treffen, oder? Irres Wetter, oder? Wollen wir schon los? Hast du schon Hunger? Ja, gerne. Oh Mann, irgendwas ist hier seltsam. Im Brauhaus bestellt sie sich artgerecht großes Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Und kein Kölsch, weil Kölsch schmeckt wie schon mal getrunken. Zu essen gibt's Schweizerochse. Ich ziehe mit, dazu Kartoffel, Püree und Sauerkraut. Meine Güte, ich finde die richtig gut. Ich erzähle ihr, dass ich Medienwissenschaft studiere. Ja, nichts Konkretes. Mann, mein Lebenslauf ist eine Stand-up-Nummer, glaube ich. Am Rheinufer legt sie dann ihren Kopf auf meine Schulter. Ich streiche ihre Haare so ein klein wenig. Wir beobachten das Wasser und die Wolken. Alles ist irgendwie schön. Mein Bauch krummelt ein klein wenig. Aber als ich noch in Siegen gewohnt habe, habe ich regelmäßig das Mayonnaise-Sandwich gemacht. Das ist ein Toastbrot, darauf ein Fingerbreit Mayonnaise, Gouda, Kapern, Schinken, Mayonnaise, Gewürzgurken und einen schönen Schablettenkäse obendrauf und ab in den Ofen. Der ist einiges gewohnt, der Kleine. Irgendwann gehen wir ein bisschen spazieren am Rhein entlang und machen uns über die Leute lustig, hier joggen gehen. Ich meine, joggen, was ist das denn für ein dummes, was ist das für ein dummes Hobby? Ah, ich kann das, was alle können. Wow. Ich meine, ihr findet bestimmt auch Formel 1 voll super, wo die mit Autos im Kreis fahren. Dann sind wir im japanischen Garten und naja, wir schauen uns Pflanzen an. Mega dumm. Naja, als wir dann einer zugegeben sehr schönen Wasserfallkonstruktion stehen und die Sonnenstrahlen durch die Bäume betrachten, greift sie meine Hand. Okay, ich muss irgendwas tun. Sie guckt mich an, ich gucke sie an, sie guckt mich an, ich gucke sie an, okay. Ja, moin! Gut. Ich glaube, das war dumm. Oh Gott, ich bin so ein Trottel immer. Aber, sie lacht. Okay, ich lache auch. Das war Absicht. Alles ist irgendwie voll schön gerade. Mein Bauch krummelt ein klein wenig doller mittlerweile. Aber als ich noch in Wülfrath gewohnt habe, habe ich regelmäßig bei Pizza Palast die Pizza Deutschländer bestellt. Das ist Pizza mit Currywurst belegt und mit Currywurst im Rand. Mein Gott, wie viel Tradition passt denn auf ein italienisches Produkt? Ich bin völlig im Der ist einiges gewohnt, der Kleine. Trotzdem,
Safety first. Du sag mal, wie sieht denn noch so der Spazierplan aus? Ich müsste zeitnah mal so langsam auf Klo. So in 5 Minuten kommen wir in einem Biergarten vorbei, da können wir uns nochmal kurz hinsetzen. Alles easy. Ja, geilo. 5 Minuten, alles easy. Wir spazieren noch ein bisschen weiter, sie erzählt von sich, aber ich kann kaum zuhören, denn ich merke, hier ist überhaupt nichts easy. Was ist denn hier los? Meine Güte, mein Magen braut sich irgendwas zusammen, was ich so bislang noch nicht kannte. Immer mehr Druck macht sich in mir breit. Zusammenreißen, Schmidt, zusammenreißen, du schaffst das, bald ist es geschafft. Sie greift mich am Arm und zeigt, schau, da drüben ist es. Gleichzeitig sagt mein Magen, jetzt ist Sommerschlossverkauf. Woo! Es ist zu spät. Ich hüpfe panisch zum nächsten Baum und dann fällt alles aus mir raus. In letzter Sekunde schaffe ich es gerade noch rechtzeitig, meine Hose rechtzeitig runterzuziehen, sodass ich wenigstens meine Kleidung nicht auf der Stelle verbrennen muss. Jetzt das kleine Bild des Abends. Ich hocke mit heruntergelassener Hose an einem Baum im Park und die zarte Schweinshaxe, das sämige Kartoffelpüree und die Fäden des Sauerkrauts suppen sich allmählich den Weg zurück in die Natur. Sie steht da, lacht etwas hilflos. Kann ich dir helfen? Nein! Herrgott! In der Ferne dreht eine Mutter mit Kinn kopfschüttelnd um. Okay, das war's. Nie wieder Dates, nie wieder Köln. Am besten direkt alle Spuren auf Existenz vernichten. Ein Eichhörnchen blickt sehr irritiert vom Baum herunter, was denn da jetzt gerade los ist. Als die Schlammlawine überstanden scheint, stehe ich auf, Hose wieder hoch, wir gehen in den Biergarten, ich auf Toilette und noch bevor ich mich aus Scham selbst den Abfluss runterspülen kann, bam, kotzen, bis die Tränen kommen, Lebensmittelvergiftung, juhu, was ein gutes Timing, das Universum hasst mich, ich glaube, jetzt ist wirklich einfach alles egal. Als sich alles in mir ein bisschen beruhigt hat, gehe ich zurück zum Tisch. Sie hat uns 2 große Pilz bestellt. Na klar, ich trinke meins auf Ex, um den Kotzegeschmack loszuwerden und das, was gerade passiert ist, auch. Sie lacht und sieht nach. Wollen wir weiter? Fragt sie, als wäre nichts gewesen. Hä? Diese Frau ist unglaublich. Wir gehen noch ein bisschen spazieren und dann wird es dunkel. Wir gehen zu ihr. Wir gehen wirklich zu ihr. Was ist denn hier los? Sie mag mich trotzdem. Ja, du, ich würde als Dessert noch Schokobanane machen. Das ist eine Banane in der Mitte aufgeschnitten, Schokolade reinstopfen, ein bisschen Käse drüber, ab in den Ofen. Willst du auch? Ja, klar, warum nicht? Ich glaube, ich bin gerade der mutigste Mensch der Welt. Wir essen die Schokobanane, es schmeckt, naja, okay. Am nächsten Morgen schauen wir uns sehr lange einfach nur an, ziemlich romantisch eigentlich. Sag irgendwas, komm, jetzt musst du aber mal irgendwas sagen, irgendwas Vernünftiges, irgendwas Elegantes, Smoothes. Ich liebe dich. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Aber noch bevor ich meine Zunge aus Schaum essen kann, küsst sie mich einfach. Einfach so. Mein Bauch krummelt. Uiuiui. Mein Bauch krummelt sehr, sehr doll. Aber ich glaube, diesmal sind es Schmetterlinge. Vielen Dank. Schönen Abend noch.